Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau hier, wo ich gerade mit dem Schlauchboot durchtreibe, ist aktuell unser Angelplatz und das Wasser wird noch höher. Wir befinden uns am großen Fluss und aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Tagen kam es zu einem rapiden Wasseranstieg von 5,5 Metern. Riesige Waldgebiete hier am Fluss sind überschwemmt. Ihr seht an den Bäumen oben, das Wasser ist schon mal leicht wieder in die fallende Phase gegangen, aber laut Pegel-App kommt noch eine richtige Welle jetzt auf uns zu. Weiter oben hat es gut geregnet, also wir werden noch mal 1-2 Meter drauf bekommen. Und jetzt gilt es natürlich hier, die richtigen Angelplätze zu finden, denn die Fische werden direkt hier in die gefluteten Waldgebiete, in das geflutete Grasland reinziehen. Man hört hier überall Weißfische plätschern unter den Bäumen. Und da wird der Räuber natürlich nicht weit sein, aber die Fischerei ist sehr, sehr speziell jetzt. Denn wir müssen dort unsere Köder anbieten, wo zahlreiche Hindernisse auf uns warten. Ja. Schaut mal, hier ist normalerweise Ufer. Ja. Ich treibe hier mit dem Boot durch. Wir haben eine Wassertiefe hier von 2 Metern knapp. Alles ist überflutet. Der Hauptfluss ist weit draußen. Wir befinden uns mitten im Schwemmland. Ja. Ich nehme euch mit auf eine verrückte Reise hier in die Hochwasserhölle. Zeig euch unsere Montagen, zeig euch unser Vorgehen, zeig euch, welche Montagen zum Einsatz kommen. Ich glaube, das wird richtig spannend. Abfahrt. Hier zwischen den Bäumen könnt ihr überall diese kleinen Lücken erkennen, wo das Wasser ins Grasland hinten reindrückt. Und in diesen Bereichen versuchen wir exakt unsere Köder anzubieten. Das ist natürlich eine sehr risikoreiche Fischerei, denn der Köder muss unmittelbar vor den Hecken, vor den Bäumen geparkt werden. Dort wird der Baller zuschnappen. Wenn ihr jetzt im Hauptfluss draußen bleibt, werdet ihr Treibholz sammeln, alles was mit dem Hochwasser hier den Fluss runterrauscht. Und dort wird der Räuber jetzt auch nicht unterwegs sein. Die Baller ziehen mit den Futterfischen hier direkt ins Schwemmland, ins Grasland rein und machen dort Beute. Und dabei kommt natürlich dieses braune Wasser hier, ist ja richtig eine starke Antrübung, ich sage immer so Cappuccino-Wasser dazu, Fresswasser, den Räubern zugute. Denn jetzt können sie aus der perfekten Deckung heraus angreifen. Und uns Anglern kommt natürlich auch dieses braune Wasser zugute. Denn selbst vorsichtige Großwälze können jetzt unsere Montagen nicht frühzeitig erkennen. Und wenn wir es schaffen, unsere Köder jetzt mit der optimalen Montage dreckfrei, also sprich, dass nicht permanent Treibgut in die ausgelegte Montage reintreibt, in diesen heißen Bereichen hier zu präsentieren, dann wird es auch mit einem guten Fang klappen. Die Bedingungen jetzt im Herbst sind optimal. Die Sonne lacht. In den meisten Fällen steht natürlich so ein starker Wasseranstieg auch mit sehr, sehr schlechtem Wetter in Verbindung. Das schlechte Wetter haben wir hinter uns gelassen, das haben wir ja schon gemeistert. Oben in den Bergen regnet es jetzt noch, aber hier unten scheint die Sonne. Und ich bin guter Dinge. Ich bin gespannt. Hier auf dem Echolot könnt ihr jetzt sehr gut dieses überschwemmte Grasland mit den ganzen kleineren Bäumen drin erkennen. Alles, was hier hochkommt, sind alles Gräser, Bäume, Sträucher, die sonst am Ufer stehen, ja? Die sonst nie im Wasser sind. Und durch den Anstieg jetzt von über 5 Metern in die Höhe ist dieser ganze Bereich geflutet. Und in diesem Grasland, da verstecken sich jetzt die Köderfische, die Futterfische. Und der Waller wird genau in diese Bereiche reinschieben, um dort Beute zu machen. Und wir müssen es jetzt schaffen, unsere Köder
direkt knapp über dem Gras anzubieten. Und da macht nur eine Köderpräsentation eine Montage Sinn. Und die zeige ich euch jetzt. Die Köder werden in dem Fall knapp unter der Wasseroberfläche an Frontzonbleien in Gewichten zwischen 20 und 40 Gramm, je nach Strömungsstärke, präsentiert. So sieht das ganze System aus. Und die Montage wird direkt in die Lücken zwischen diesen Bäumen gehangen, wo die Waller durchziehen, um Beute zu machen, jetzt in dem überschwemmten Waldgebiet hier. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das Wasser steigt jetzt noch schnell weiter und diese Bereiche, wo ich mich gerade befinde, ich bin gerade auf der Suche nach sogenannten Eingängen, ob es hier irgendwelche Vertiefungen im Wald gibt, wo die Fische als erstes in das Überschwemmungsgebiet dann reinschieben können. Diese Bereiche jetzt hier werden morgen deutlich unter Wasser liegen. Ja, also da werden bestimmt noch 1-2 Meter oben drauf kommen. Bei dieser Fischerei stellen mir immer wieder viele Angler die Frage, warum jetzt nicht mehr mit U-Posen geangelt werden sollte. Ist ganz einfach, ja. Wir angeln ja jetzt nicht mehr im sauberen Flusslauf. Dort wird die Strömung zu stark. Dort werden auch die Fische sich verziehen. Die Fische gehen alle in das Grasland jetzt rein, in die Überschwemmungsgebiete. Und da ist es natürlich nicht ratsam, mit einer Schnur, die durch das Wasser bis hin zum Grund läuft und von dort aus dann das Vorfach mit einem Auftriebskörper nach oben gelenkt wird, ja, so eine Köderpräsentation dem Wels zu bieten. Denn ihr werdet unheimlich viel Dreck sammeln. Aus diesem Grund setzen wir auf das einfachste und mit effektivste System für diese Fischerei. Circa 2,5 Meter lange Vorfächer im oberen Bereich, ein Blei angepasst dem Angelplatz, wo ihr euren Köder präsentieren möchtet. So zwischen 20 und 40, vielleicht auch manchmal 50 Gramm, wenn da noch mehr Strömung sein sollte, kommen da zum Einsatz. Das Blei sitzt direkt über eurem Hakensystem. Ich favorisiere auch bei dieser Fischerei jetzt hier die Haarmontage, hakt sehr perfekt und ist super geeignet, um diverse Köderfische hier zu präsentieren. Und wenn ihr nur diese sogenannten Frontzone-Vorfächer einsetzt, erkennt das schon, habt ihr halt auch nur dieses Stück Vorfach im Wasser und lauft nicht direkt Gefahr, irgendwelches Treibgut einzusammeln. Der Weg bis zur Montage wird über der Wasseroberfläche gespannt. Die Rute wird im Boot oder am Ufer an einem höheren Punkt aufgestellt. Es wird Spannung gebracht, dass die komplette Hauptschnur über der Wasserlinie läuft. Und da gilt es natürlich auch darauf zu achten, das ist ganz wichtig. Das zeige ich euch mal drüben jetzt an der Montage von mir, wie wir uns jetzt auf dieses steigende Wasser, auf dieses Hochwasser vorbereiten, dass ihr hoch genug angelt. Ihr dürft mit diesen Spannmontagen keine anderen Personen hier auf dem Gewässer gefährden. Wenn man mit 30, 40 km/h in so eine gespannte Schnur reindonnert, nachts ein Jäger, ein anderer Angler, ein Wassersportler, das gibt schlimmste Verletzungen. Deswegen hoch genug anbinden, dass die Montagen, die Schnüre sicher laufen und natürlich auch mit einplanen, mit einrechnen, was das Wasser steigt. Wenn ihr auf der Pegel-App seht, dass da 2 Meter auf euch zukommen, dann müsst ihr das natürlich auch so planen. Wenn ihr dann knapp über der Wasseroberfläche anbindet, sind in 1-2 Stunden später diese Anbindepunkte unter Wasser. Ihr sammelt einen Haufen Dreck und die ganze Montage wird sinnlos. Glocke abmachen, sonst fliegt die ins Wasser, dieser Klöcksche. So, bei strahlendem Sonnenschein geht's hier in den Wald hinein. Gut erheben, musst du schon hinstellen. Guck genau, wie sie läuft. Ja. Gut, sehr gut. Ist wirklich verrückt. Kaum wird das Wasser braun, gehen die Fische auf Beutezug, selbst bei den kalten Wassertemperaturen jetzt hier. So, jetzt schauen wir mal. Ihr habt ja gesehen, wie die Ruten geparkt wurden, ganz dicht an den Hindernissen. Mal Glück haben. Super.
Hier hängt die erste Montage im Eingang vom Wald. Über. Mitten durchs Gehölz hindurch, auf dem Weg zum Wels. Hat sich wahrscheinlich irgendwo im Gras leicht festgeschwommen, aber den können wir dann lösen. Wenn wir jetzt vorsichtig, wir haben gute Schlagstücke drauf, ziehen oder ist er schon frei? Ja. Okay. Müssen wir probieren, an die Montage ranzukommen. Das ist halt immer das Risiko. Ne? Wenn man mitten im Hindernis angelt, können sich halt auch die Fische festschwimmen. Und mal gucken, ob wir hier was merken. Ich merke den Fisch pumpen hier unten. Ja, da kommt er doch. Ja? Warte mal. Hm. Irgendwo hängt er drin noch. Jetzt kurbeln. So. Jetzt kommt er raus. Ein Stück. Fisch befreit. Guck mal, was da hochkommt. Und da unten hängt er dran. Mitten aus dem Grasland, da kommen sie raus. Schaut mal, was der alles mitgebracht hat. Wahnsinn. Glow in the Dark, Front Zone Blei ist der Fischbringer. Und unter dem Gras hängt der Wels. Antiques Meer. Da haben wir noch. Schaut mal hier ins Maul rein, was die jetzt Kohldampf schieben. Ja, die Haarmontage ist komplett weg. Kompletto weggezogen, das Ding. Wenn die Montage passt, in Verbindung mit den leichten Bleien, dann sind wirklich gute Fänge möglich. Petri heil, Sven. Petri, dein. Jetzt schau ich mal den Bauch an. Der Bauch ist komplett voll. Da ist richtig Material drin. Wenn ihr jetzt so einen Waller löst, geht vorsichtig in den Schlund mit eurer Hand, habt keine Angst, da könnt ihr den Haken dann rausdrehen. Nicht jetzt ziehen mit irgendeiner Zange, dann verletzt ihr den Fisch nur unnötig. Vorsichtig gegendrehen, weit reingehen. Dann könnt ihr sie rausholen. Hier ist die Montage. Frontzone Blei und die Haarmontage. Schöner Fisch. Petri heil, Sven. Petri, dank. So, dann schicken zurück in die ewigen Jagdgründe. Say goodbye. Ciao, ciao. Lass ihn weiter fressen. Bam. Karma. Ich danke. Ihr habt gesehen, wenn man ruhig bleibt, das kommt natürlich vor, dass wenn man mitten im Hindernis angelt, dann auch Fische in die Hindernisse reinschießen, die Hindernisse nutzen, um sich festzuschwimmen. Einfach langsam, wir haben gute, starke Schlagschnüre drauf. Probieren, ob ihr erstmal was mit der Hand lösen könnt. So reines Grasland kann schon unheimlich stark sich in der Rute anfühlen. Aber wenn ihr mal ein bisschen zieht, kommt er dann raus. Und in dem Fall konnte man auch schön befreien. Mittlerweile seht ihr ja, wir sind aus dem überfluteten Wald, wo wir angeln, in den Hauptfluss jetzt rausgetrieben. Riesige Wasserfläche und hier spielt sich jetzt aber kaum mehr etwas ab. Die Strömung hat rapide zugenommen. Das ganze Futter flüchtet in die überfluteten Ufergebiete, in die ruhigen Uferzonen. Und genau dort holen wir die Räuber ab. Weiter geht's.
Schaut mal dort, der Helm. Hoffentlich ist da kein Kopf mehr drin. In der ersten starken Anstiegsphase des Flusses kommt natürlich das ganze Schwemmholz, was irgendwo trocken am Ufer lag, plötzlich auf uns zu. Und da müsst ihr euch Bereiche suchen, sogenannte Treckfänger. Ansonsten habt ihr keine Chance, in so einem Anstieg vernünftig mitzuangeln. Dann schaut mal, was hier runterkommt. Ja? Und wenn da eure Montage falsch präsentiert ist, falsch liegt, sammelt ihr das alles ein und es führt unweigerlich zum Montageverlust. Ja, mussten wir alles schon erleben, dass die Ruten nach harter Arbeit gesetzt waren alle und dann plötzlich ein großer Baum oder so ein richtiges Holzfeld, wie ihr es hier seht, den Fluss runtertreibt und euch alles mitnimmt, alles zunichte macht. Deswegen ist auch die erste Anstiegsphase gar nicht unbedingt die beste Angelphase. Man kann es sich natürlich nicht immer aussuchen, wenn man am Fluss unterwegs ist, kommt plötzlich Hochwasser. Aber in diesen Zeiten sucht euch Bereiche zwischen den Bäumen, wie ihr sie hier seht. Ruhiges, fast stehendes Wasser. Das ganze Schwemmholz kommt von oben den Fluss runter, kracht hier auf diese Bäume drauf. Und hinter diesen Bäumen, ich nenne es immer gern Dreckfänger, da habt ihr Bereiche, wo ihr sauber eure Montagen präsentieren könnt, ohne Gefahr zu laufen, dass euch alles von so einem Schwemmholzhaufen, von einem großen Baum, der hier runtertreibt, mitgenommen wird. Dann kommt irgendwann die Phase auf euch zu, wo der Flusspegel sich einstellt, also wo der Höchstpunkt des Anstiegs erreicht ist. Und dann wird's Angeln hier maßgeblich planbar, denn dann erkennt man perfekt die Bereiche, wo die Fische durch irgendwelche Untiefen ins Landesinnere hineindrücken. Und dort müssen dann die Montagen sitzen. In der ersten Anstiegsphase sind oft auch nur die kleinen Wälse am Ufer. Und die großen Fische kommen erstmal draußen in der Flussmitte hoch, drücken dort die Köderfische, die großen Beutefischschwärme an die Oberfläche im Schutz des sich eintrübenden Wassers und schlagen zu. Und dann, wenn der Flusspegel sich eingepegelt hat, wenn der Flusspegel beginnt zu stehen, dann gilt es, in die Uferbereiche zu gehen und dort die Montagen in den strömungsberuhigten Bereichen hinter den Dreckfängern, wie ihr hier jetzt gerade eine kommen seht, direkt hinter den Bäumen, im Schutz der Bäume, oberflächennah eure Köderfische zu präsentieren. Seht ihr, wie hoch diese Montage hier über der Wasseroberfläche hängt? Da kann definitiv nichts passieren. Ich kann problemlos noch auf das steigende Wasser reagieren. Um die Montagen so hoch anbinden zu können, suche ich mir hier dünnere Bäume im Überschwemmungsgebiet, biege mir diese etwas nach unten, fixiere meinen Ausleger und habe dann schon eine tolle Höhe. Ich selbst bin circa knapp 2 Meter lang groß, habe schon mal diese Höhe. Wenn ich den Arm ausstrecke, komme ich vielleicht auf 2,50 Meter. Und wenn ich dann diesen dünnen Baum noch etwas runterbiege, kann ich schön weit oben meine Montage anbinden, damit meine Hauptschnur, die zu dieser Montage hinläuft, schön weit oben über der Wasserlinie läuft, keine anderen Angler gefährdet und ich ganz sicher sein kann, wenn das Wasser schnell steigt, dass ich keine Gefahr laufe, dass die Montagen plötzlich zu tief hängen. Bei der Köderpräsentation achte ich sehr penibel darauf, von der Tiefeneinstellung her, dass mein Wirbel noch deutlich über der Wasserlinie hängt, damit der keine Störgeräusche im Wasser erzeugen kann. Da kann der Waller misstrauisch drauf reagieren. Also ich möchte nur, dass mein Monovorfach die Wasserlinie durchbricht, darunter direkt der Köder an dem kleinen Frontzonblei knapp über der Grasnarbe präsentiert wird und sonst keinerlei Störgeräusche an meiner Montage auftreten. Und das erreicht ihr, wenn der Wirbel knapp über der Wasserlinie hängt. Und achtet darauf, dass ihr kugelgelagerte Wirbel habt, wo sich der obere Wirbelring gegen den unteren Wirbelring problemlos drehen kann.
Die Ruten sind scharf, die Köder hängen mitten im Wald. Schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Da. Dicht vor den Hecken geparkt. Schöner Bollermann. Bitte, ich danke. Mann. Ja, Wahnsinn, ne? Das braune Wasser, das flache Angeln. Die Fische haben richtig Bock drauf. Trotz der kalten Wassertemperaturen richtig gepokert. Schönen guten Morgen euch allen. Das war eine verrückte Nacht. Es ging Schlag auf Schlag. Guter Fisch. Das ist vielleicht der erste Zweier. Ein bisschen vorn langsam, dass er nicht da unten ins Holz geht. Dann muss man den rückwärtsen Gang reinmachen. Ja. Die hält es einfach schön gut. Ein bisschen die Bremse. Ein bisschen leicht nach oben. Oder mit dem Daumen bitte. Genau. Nicht an das Holz ranlassen. Wenn ich hier noch beitrage. Ein großer Fisch.
großer Fisch. Ja, die Jungs versuchen dann in das Holz reinzuballern. Wir sind ja mitten im Wald. Müssen wir dann ein bisschen mit dem Motor mitschaffen. Jetzt kommt er wieder weg. Dann. Im freien Wasser. Ja, wirklich verrückt, ne? Der hat sich fast bis ans Boot rüber rankurbeln lassen, der Fisch. Haben wir gedacht, kleiner Fisch. Und jetzt plötzlich geht der Tanz nach unten los. Schön langsam, schön schwer. Das ist dann meistens ein Zeichen für große Fische. Müssen wir die wieder nur rechts halten, genau. Ich würde mich nicht halten. So wie es geht. Nein, nein. Den brauchst du immer viel, brauchst du nicht genug dafür. Der hängt ja nicht drin. Benni, das ist dein größter bis jetzt. Ja. Da kommt er. Petri. Danke. Ein Traum, Stefan. Ein Traum. Petri. Danke. So, traumhaft. Ihr wart ja eben da auf dem Boot live dabei. Im Morgengrauen kam der nächste Big Fish hier, direkt aus dem Wald. Dickes Petri, Sven, war ein Megadrill. Musste mit dem Boot dagegen fahren, dass die hier ins Unterholz flüchten. Das ist schon der Wahnsinn. Was ein Mega-November. Mega. Petri heil. Dankeschön. Danke, Stefan. Go, 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 go! Henk, komm! Jawohl! Jawohl! Kurbel, Kurbel, Kurbel! Sauber. Warte, ich hol mich auch gut ab.
am Mittag ausgelegt und direkt geht der Besen krumm. Das Wasser kommt jetzt richtig, jetzt gilt's. Nicht fest, oder? Ja. Ich glaube, gut. Das ist eine gute Stunde gegen die Strömung. Eieiei. Zieht's ganze Schlauchboot gegen die Strömung. Zieht's ganze Schlauchboot gegen die Strömung. Großer Fisch, Big Fish, Big Fish. Big Fish. Wie wird denn? Wir müssen ihn von Bäumen wegziehen hier. Überall Holz. Ja. Alles gut. Alles gut. Mit Gefühl raus. Langsam jetzt. Lass mich hier rumtoben. Ist egal. Bremse los ist, so wie sie ist. Ja, ja, alles gut. Ganz brutal. Wir jetzt mal das rausschwimmen ein bisschen. Wieder rein. Aber ich will jetzt nicht zugegen ziehen, weil es da tut. Bremse ist okay. Lassen wir da rumdollen. Kommen es langsam. Langsam raus. Das ist ganz brutal, wie uns der Fisch ins Ufer zieht. Guckt mal, alles voller Holz. Wir sind mitten im Wald. Wir sind mitten im Wald. Dann an den Baum noch dran. Kann es sich müde machen, nur nichts abknallen. Kann an den Baum noch dran, keine Angst. Schalten mit dem Boot dagegen. Und jetzt fahren wir langsam weg. Uiuiui, da kommt schon Blasen. Warte, ich fahr wieder hin. Über Nahkampf, ich muss den Schwimmer auslösen. Ist schon das Vorfach, der ist ganz knapp unter dem Boot. Ganz schön, lassen gehen jetzt einfach. Alles wird gut bis zur Rente. Bei so einer Fischerei braucht er die perfekte Schlagschnur. Das Zeus Universal Leader, die rote Schnur, die macht alles mit. Guck mal, wo wir sind mitten im Wald. Mitten im Wald zieht uns der Fisch durch die Bäume. Er ist knapp unterm Boot. Ganz brutal, ganz brutal. Ganz brutal. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt kommt er. Jetzt hat er freies Wasser. Kann es ganz in Ruhe jetzt drehen. Kann ich da nur weiter aufkuppeln wegen dem Stoppel? Ich gehe dann dran und löse gleich aus. Okay. Warte, ich gehe ran. Ich komme rüber, dann kann ich rangehen. Großer Fisch, großer Fisch. Warte, Achtung. Auslösen. Zack, okay. Jetzt hat er freies Wasser unter sich. Jetzt kann er gehen. Hier kann er gehen. Ganz brutaler Fisch.
ganz brutaler Fisch. Wir haben es jetzt geschafft, den Fisch hier aus dem Wald rauszuziehen. Jetzt sind wir in einem Nebenarm vom Hauptfluss. Verrückt. Im Drill seht ihr übrigens gerade die Solid Bank. Mega Route, die macht alles mit. Und Stefano kämpft. Mittags sind die Fische fett. Das sieht richtig böse aus. Ja, das ist ein großer Fisch. 2,50, das sind 100 Kilo Fisch. 100 Kilo Fisch. Lass dir Zeit. Ja. Kein Blödsinn. Alles wird gut. So, jetzt kommt da unten Angler hoch oder Jäger, keine Ahnung, es kommt auf jeden Fall ein Boot. So, ich muss wieder fahren. Der Fisch will wieder ins Unterholz rein. Wahnsinn, Wahnsinn. Ganz brutal. Brutaler Drill! Unglaublich! Das ist ein gutes Ding, also auf jeden Fall 100 Kilo, glaube ich. Die Länge kann ich nicht sagen, der kommt 10 Meter hoch. Der ist nur am Schwimmen, durch die Bäume. Brutal. Brutal, Jungs, das ist so brutal. Und noch bei dem Kaiserwetter. Das glaubt ja kein Mensch. Das zieht uns wieder hoch, das zieht uns wieder hoch. Ganz brutal. Pumpen. Jetzt kommt er langsam. Jetzt sehen wir gleich mal, was Sache ist. Alter, oh Gott, guckt euch das mal an, vom Boot weghalten, ja, das ist 250er Kategorie, Frontzone-Blei, Glow in the Dark, jetzt will er wieder ins Holz rein, ich muss wieder rückwärts fahren, brutal. Langsam, in aller Ruhe, er ist fast oben. Alles gut. Lassen zippeln. Alles gut, hängt gut, sah alles gut aus. Okay. Sah alles gut aus. Alter Falter, wir drillen 30 Minuten mitten durchs Unterholz, da kommt er hoch. 100 Kilo, definitiv.
ich schätze weit über 250. Wahnsinn. 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 Das ist echt brutal. Habt ihr ihn jetzt schon mal gesehen? Ich habe ihn eben gesehen. Wahnsinnsfisch. Wahnsinnsfisch. Unhochpumpen langsam, wie es geht. Ja, ja, so wie es geht halt. Ja. So wie es geht halt. Immer wieder müssen wir den Fisch von den Bäumen hier wegziehen. War schon vorhin in dem flachen Wasser, wie der durch die Bäume durch ist. Hier vorne tobt er, direkt an der Baumkante. Kommt nicht hoch. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Jetzt gucken wir mal, ob wir nach außen drücken können, ein bisschen Fluss rein. Jetzt kommt er langsam. Ich drück mal weg von den Bäumen. Weg von den Bäumen. Okay, jetzt einmal noch halten. Jetzt sind wir erstmal hier im safe Wasser. Nachpumpen. Langsam noch anheben, dass er mal mit dem Maul hochkommt. Und fährt schon langsam. Großer Fisch, richtig großes Ding. Warte, ich muss wieder fahren. Ich muss wieder fahren. Er lässt uns keine Pause. In aller Ruhe. 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 Das kalte Wasser haben die richtig Dampf jetzt. Gute, ganz entspannt. So, jetzt kommen wir langsam hoch. So, jetzt Rute hoch, komm. Rute hoch, so wie es geht, nachpumpen. Ich muss jetzt mal mit dem Kopf an die Oberfläche kommen. Ich muss jetzt mal mit dem Kopf an die Oberfläche kommen. Jetzt kommt er langsam. Alter, was ein Schädel. 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 Was, das ist er. Das ist er. Den geben Sie mal hier oben lassen, oben lassen. So wie es geht. Genau. Den geben Sie mal hier. So, jetzt machen wir keine Experimente mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das alles hier geregelt kriegen. Ja. Das ist die Zeit, alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird cool. Wahnsinn. Da schlägt natürlich auch bei mir das Herz bis in den Hals. Und für den Fänger vorne ist die ganze Sache natürlich immer doppelt so anstrengend. Aber wenn der Bootsfahrer jetzt hier nicht perfekt mitarbeitet, dann habt ihr keine Chance. So, jetzt gucken wir mal, dann haben sie gleich ein bisschen nachkommen. Genau, fast oben jetzt. Wieder an. Wieder dahin. Fahr wieder rückwärts. Alles cool, lass mal langsam mal kommen, alles cool. So, jetzt gehen wir langsam zurück. So, jetzt gucken wir mal, ist ein Druck auf dem Vorfach, Wahnsinn. Hier kommt Front zum Blei, da kommt ein Riesenkopf. So, komme ich hier schon ran. Thank you.
Hier kommt ein 100 Kilo Fisch. Hier kommt ein Riesenfisch. Oh. Guckt mal, was hier kommt. Guckt mal, was hier kommt. Wahnsinn! Oh. Wahnsinn! Wahnsinn! Stefano. Danke. Wahnsinn! Zeig mal den Schwanz, der ist länger als das Schlauchboot. Der ist länger als das Schlauchboot. Hier die Montage. Klone Dark Front zum Blei, da unten hängt die Haarmontage. In den kannst du den Kopf reinstecken, in den Fisch. In den kannst du den Kopf reinstecken. Absolut brutal. Petri Heil. Petri, danke. 100 Kilo, November 2023. Wir sind am Start. Gleich seht ihr einen Fisch. Brutal. Was ein Wahnsinnsdrill in dem überschwemmten Wald. Ein Riesenkoloss, ein Fisch von weit über 100 Kilo. Wir schätzen den Fisch auf 115 Kilo. 2,50 Meter plus. Traumfisch für uns beide. Der Lohn für die harte Arbeit und die Mühen. Stefan, baller mal den Kopf hoch. Komm, zeig mal diesen monströsen Schädel. Und diesen, ja, das ist nicht einfach. Das sind Riesenfische. Und hier vor allen Dingen jetzt in dem überspülten Ufer überall. Ganz schwierig, diese Monster zu präsentieren. Wahnsinn. Wahnsinn. Genau das ist das, was wir wollten. Es kamen viele tolle Fische. Aber das ist der Lohn für unsere Mühen hier. Und natürlich hat Papa Natur ein bisschen mitgearbeitet mit dem braunen Wasser, mit dem Hochwasser. Das hat uns in die Karten gespielt. Petri, Stefan. Bitte, danke. Zeig nochmal den Kopf den Leuten. Ach. Wahnsinnsteil. Starker 100 Kilo Fisch, 2,50 Meter plus. Der Traum eines jeden Welsanglers. Wahnsinn. Was ein Koloss, was eine Erinnerung an diese krasse Hochwasserfischerei hier im Herbst 2023. Viele, viele Fische kamen auf unsere Habenseite, aber das war wirklich der krönende Abschluss. Wahnsinn. So, schön ins Wasser runter mit dem Kopf, dass die Barten langsam nach vorne gehen. Und dann lass man hier durch den Wald rausschießen. Danke. Danke, genau. Das ist der richtige Ausdruck. Ja, kannst du nur mal einen Kussi geben. Da küssen Männer plötzlich Fische und da geht er davon. Ab in den Wald. Danke schön. Petri Heil, das sind Emotionen, das sind Erinnerungen. Dafür machen wir das Ganze. Absoluter Wahnsinn, wie ich immer so gerne sage. Ich hoffe, in dem Video habt ihr ein bisschen mit Spannung mitgefühlt, was wir hier erlebt haben, was wir meistern konnten. Ich hoffe, ihr könnt auch was für eure eigene Fischerei mitnehmen, wenn ihr selber mal einen Wasseranstieg habt. Ihr müsst dafür nicht nach Italien. In Deutschland, in Spanien, in Frankreich, überall funktioniert diese Fischerei, wenn das Wasser kaffeebraun wird. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund und fangt dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.